Doch, da bin ich wieder. Heute gibt es ein richtig geiles Bigger Frühstück-Sandwich. Okay, man kann es glaube ich auch schon als Mittagssnack sehen. Und ich werde dazu auch wieder meine Grillmatte bzw. den Grillmattenkorb zur Hilfe nehmen. Und ich glaube, dazu muss ich auch mal ein kleines Statement abgeben. Also, wer mehr darüber wissen will, dranbleiben. So Leute, heute gibt es ein geiles Bigger Sandwich. Das wird eine richtig geile Geschichte. Und die werde ich wieder mit meinem Grillmattenkorb machen. Und Leute, dazu muss ich einfach mal was sagen. Ich bin ja auch viel so in Facebook-Gruppen unterwegs und lese mir da so Kommentare durch. Und wenn da mal zum Beispiel, wenn wir es jetzt mal auf diese Grillmatte beziehen, da gibt es auch zu zig anderen Themen, aber jetzt zu dieser Grillmatte. Wenn da mal jemand schreibt, ey, was haltet ihr davon? Kann man die benutzen? Dann schreiben viele, ja, ist cool, benutzt das einfach mal. Aber es gibt auch immer wieder Leute, die schreiben, das hat nichts mit Grillen zu tun. Lass das sein. Da kannst du ja gleich was in der Pfanne machen. Aber Leute, das ist totaler Bullshit. Denn es geht doch um Spaß haben, um ein geiles Ergebnis bekommen. Und wenn ich mit einem Gadget das ausprobieren will und es mir vielleicht ein bisschen sogar das Leben erleichtert, ja, dann nehme ich das. Und da hat mir doch gar keiner reinzureden, ob es jetzt Grillen ist oder nicht. Wollen wir weiterspinnen? Was ist denn, wenn ich mir was indirekt auf dem Gasgrill lege bei geschlossenem Deckel? Ja Leute, da kann ich jetzt auch einen Backofen legen, wenn man es mal so sieht. Oder eine Plansche, mega geil, eine Plansche. Sieht geil aus, top. Aber im Endeffekt auch nur heißes Metall. Drunter wird ein Feuer gemacht. Könnt ihr auch sagen, kann man auch Pfanne im Herd machen. Also von daher, Leute, macht es so, wie ihr wollt. Lasst euch da nie reinreden. Und wenn dann so manche Pfeifen meinen, die müssten euch erzählen, was Grillen ist und was kein Grillen ist, vergesst es. Macht das genauso, wie ihr das wollt. So habe ich das immer gemacht, so werde ich das auch machen. Mein Lateinlehrer, der hat damals mal gesagt, weißt du, viele Wege führen nach Rom, nur die Arschgeigen, die rennen immer wieder in die Sackgasse rein. Und ich glaube, die sich da über so ein Zeugs aufregen und da ja auch richtig Wetter machen, kann sich da echt Popcorn nehmen, zugucken, was die da so schreiben. Vergesst es. Macht es so, wie ihr das wollt. So, Hauptsache es schmeckt im Endeffekt und ist dann hinterher lecker. So sehe ich das zumindest. Wenn ihr das nicht so seht oder andere das nicht so sehen, ja gut, dann ist das halt so. Dann kann ich damit leben und ihr könnt auch damit leben. Und heute, wie gesagt, heute gibt es ein richtig geiles Sandwich. Und das machen wir uns hier mit der Grillmatte. Und wer das nicht sehen will, der schaltet einfach ab. So, und die anderen, die bleiben jetzt mal schön dran. Denn das soll so eine Art Frühstückssandwich werden. Ja, vielleicht ein bisschen... Kann man auch zum Mittagssnack nehmen. Ich sage mal, was ich hier alles habe. Ich habe hier so zwei Toastscheiben ganz normal, ein bisschen Cheddar-Käse, ein Ei, eine rote Zwiebel habe ich hier, eine frische Bratwurst grob, die werde ich hinterher noch hier aus der Pelle rausnehmen und dann machen wir uns so ein schönes kleines Patty von. Dann habe ich hier Bacon, ein bisschen Krustenkochschinken, Krustenbratenschinken und Baked Beans. Und natürlich hier so ein bisschen zum Anbraten Olivenöl, Salz und Pfeffer und ein klein bisschen Zucker, damit wir die Zwiebeln so schön karamellisieren können. Und ich will das jetzt mal machen. Ich halte mir jetzt gleich mal hier den Grill auf. Dann hauen wir die Grillmatte da drauf und dann will ich mir alles in dieser Grillmatte machen. Und mir das hinterher zu einem richtig geilen Sandwich zusammenbauen, wo ich gerade einfach nur Bock drauf habe, weil es ist jetzt so 11, 12 Uhr. Ich habe noch nie gefrühstückt. Ich habe mega Kohldampf und habe da richtig Bock drauf. Also würde ich sagen, jetzt nehmen wir erstmal die Wurst aus der Pelle, dass wir alles vorbereitet haben, machen den Grill an und dann geht's los. Also kommt mal ran. We'll be right back.
So Leute, mega geil, da wollen wir mal anrichten, also kommt mal ran. Träumchen, oder? Also, boah, was werde ich mir denn jetzt schön reinballern? Ich denke, ich lege den Deckel drauf und werde ihn noch einmal teilen. Dann zerläuft schön das Eigelb noch da rein und dann gebe ich hier Schmack auf was. Also, wie gesagt, ihr habt gesehen, ich habe das mit der Grillmatte gemacht. Macht auch so die Sachen, wie ihr wollt. Wie gesagt, weil ich hier so auf Grillmatte sage, ich werde da nicht gesponsert oder so von. Ich habe mir das Ding gekauft, weil ich es halt für gewisse Dinge cool finde. Fleisch nach wie vor lege ich auf dem Rost, da brauche ich die Grillmatte nicht für. Aber hierfür, alles was ich da jetzt benutzt habe, geht mit der Grillmatte super. Also, benutze oder auch nicht, ich werde sie zwischendurch mal benutzen. Und jetzt essen wir das leckere Ding hier. Ich habe nämlich da richtig Bock drauf und ich habe Kohldampf. Also schneiden wir das jetzt an. Und dann nehmen wir uns das Gerät hier mal, schaut mal da rein, das sieht doch herrlich aus, oder? Und jetzt rein damit. Boah, geil, Leute. Boah, lecker. Der Bacon, Zwiebeln, da passt wirklich alles zusammen. Die Baked Beans. Super geil. Leute, Viertelstunde Arbeit. Mal eben schnell gemacht. Könnt ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Ich würde sagen, habe ich alles voller Ei. Ihr, falls ihr noch nicht gemacht habt, lasst mir doch mal ein Abo da. Aktiviert die Glocke, ganz wichtig. Dann bekommt ihr immer eine Nachrichtung, wenn ich was Neues hochlade. Ich werde mir den jetzt schön wegballern. Als ja mittlerweile Mittagssnack. Und werde einfach glücklich sein. Also, tschüss. Da geht was. Ich würde ja gerne den Mund arbeiten. Aber es regnet. Ne? So ein wasserscheuer Drecksack. Da kommt ja nicht raus. Sehr geil. Tschüss.